Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nur noch Nice Box von Summer Jam. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nur noch Nice von Summer Jam. Das Ganze erscheint am 8. November. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Wir haben hier eine schwarze Box. Bevor wir das Ganze uns näher anschauen, werden wir mal die Folie abnehmen. Jawohl. So. Also, so sieht das aus. Wir haben hier oben den Schriftzug Summer Jam. Dann haben wir hier nur noch Nice, also in diesem Fall drei N's, die hier so dreidimensional angeordnet wurden. Sieht aus wie bei einem Würfel, beziehungsweise erinnert mich sehr stark an das Nintendo 64 Logo. Wer sich noch erinnert, Sekunde. Dieses hier. Ja, ist auf jeden Fall eine Ähnlichkeit da. Und dann lesen wir hier noch nur noch Nice. Ansonsten rundum in schwarz gehalten. Und dann hier eben mit diesen lilanen und türkisen Schlieren. Auf der Rückseite haben wir die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Es ist das 7. Album von Summer Jam. Von ihnen schwarz die Box. Dann haben wir hier einmal einen schwarzen Zettel. So ein Karton, der ist ja auch wieder gebrandet mit diesem NNN. Kann man sogar rausdrücken, die Buchstaben. Also die sind hier wirklich so gestanzt. Okay, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und dann haben wir das Ganze hier zweigeteilt. Also wir haben hier links einmal ein Säckchen. Hier dürfte wohl die Halskette drin sein. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite, Frage, ob ich es aufbekomme. Ja, so nochmal eine kleine Box. Und hier haben wir dann EarPods mit dabei, die beiden Fächer dann, das Ganze lässt sich dann hier rausnehmen, also das ist so ein eigenes Segment und darunter kommt dann in der unteren Etage das Album zum Vorschein. So sieht das aus. Gut, also ein für mich ganz neues Boxformat, ich meine die Größe, die Dimensionen, die kennt man ungefähr, aber rein so vom Aufbau mit diesen verschiedenen Etagen und dieser Aufbau da mit den verschiedenen Ebenen in der Form kenne ich nicht, habe ich so noch nie gesehen. Okay, so nachdem hier das hier und das hier noch eingeschweißt ist, werden wir das hier mal rausholen. So, einmal und zweimal. So. Jawohl, und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht es aus. Es ist ein Bärchen, ein Diamantenbärchen, wenn ich es richtig sehe. Und das Ganze ist hier mit so einer Wackelkarte, also so ein Kippbild. Ja, und ich hoffe, man kann es hier in der Kamera sehen. Auf der einen Seite mal ganz lieb hier, so ein ganz liebes kleines Bärchen. Und wenn man das dann hier entsprechend kippt, dann sieht der ziemlich mies aus hier mit gefletschten Zähnen und geschärften Krallen. Sieht auf jeden Fall heftig aus hier. Nicht schlecht. Dann haben wir hier wie so einen, also ist sogar ein Aufkleber. Und zwar lesen wir hier nur noch Nice Summer Jam Zertifikat Clarity NNN. Also sieht so aus wie so eine Plakette bei irgendwie Schmuck oder Diamanten. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Auf der Seite lesen wir dann auch wieder Summer Jam nur noch Nice. Und auf der Rückseite kommen wir zu der Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Wir haben unfassbar viele Features. Also obwohl es nur 13 Tracks sind, haben wir sage und schreibe 9 Features. Also es sind echt nur 4 Solo-Tracks, ansonsten hier alles mit Features. Und zwar haben wir Features dabei von der, ja, mehr oder weniger von der Deutschrap-Elite. Und zwar Casey Rebel ist mit drauf, Haftbefehl, Farid Bang, Luciano, Capital Bra, Elias, Gringo, Bowser und Reezy.
Ja, die lässt sich auf jeden Fall sehen, die Liste. Beteiligten und einen Barcode. Hier zum Abschluss gibt es ja noch drei Diamanten. Dann schauen wir mal hinein. So, dann schauen wir zuerst mal ins Booklet. Und hier haben wir dann auch noch die Wackelkarte, also dieses Wackelcover, wenn ich es rausbekomme, ganz einfach so. Vielleicht sieht man das jetzt nochmal besser ohne den Plastik davor vom Cover, ja. Also es wirkt auf jeden Fall ziemlich krass. Zumindest der Böse, der schaut echt heftig aus. So, packen wir das wieder rein und kommen zum Booklet. Also hier lesen wir wieder NNN, nur noch nice, Summer Jam. So sieht das aus. Also ganz minimalistisch gehalten hier. Pro Track hier die Infos, wer war beteiligt, also wer wurde gefeatured, wer hat produziert. Und das Ganze auch wieder hier in diesem Plakettenstil, den wir auch schon auf der Hülle drauf hatten. Ja, okay. Also sehr schlicht gehalten. Dann haben wir hier eine Zeichnung komplett aufgeschlüsselt, wie das bei diesem Diamanten ist. Also in was für einem Gradwinkel hier entsprechend die Kanten verlaufen, was für Größenverhältnisse die haben. Dann haben wir hier Banger Musik GmbH, also das Management und so weiter. Und auf der letzten Seite, auf den letzten beiden Seiten, haben wir dann die Infos zum Album, also wer hat das Ganze produziert, aufgenommen, gemixt, gemastert und so weiter. All das kann man hier nachlesen. Und dann gibt es noch die Social Media Kontakte von Summer. Alles klar. Gut, wir packen das Booklet wieder zurück, kommen zur CD. Die sieht so aus, ähnlich wie das Cover, auch hier in einer Diamantenoptik in lila und weiß gehalten. Jawohl. Auf der Rückseite in diesem blassen lila Ton. So, dann kommen wir zu Boxinhalt Nummer 2, den es so auch noch nie gab. Und zwar haben wir hier in diesem kleinen Schächtelchen noch einmal separat, hier sehen wir es, Earpods, also so kabellose Kopfhörer. Was lesen wir hinten noch? Banger Musik Made in China. Grüße gehen raus. So, dann schauen wir mal hinein. Die sind tatsächlich so vom Design und von der Aufmachung, erinnern sie sehr stark an die AirPods von Apple. Kommen hier in so einem Plastik, in so einem Silikoncase. Lässt sich dann hier aufklappen. Das Ganze ist, soweit ich es erkennen kann, sogar mit Magnetverschluss. Alter. Und dann haben wir sogar eine. Es dürfte wohl eine Akkustandsanzeige sein. Heftig. Also, die sind dann hier zu entnehmen. Einmal, zweimal. So sieht das aus. Leuchten auch schon ganz wild. Hier in Rot und Blau. Sieht aus wie ein Polizeiwagen in den USA. Ist dann natürlich hier unten auch noch beschriftet mit L und R. Bedeutet links und rechts, beziehungsweise left and right, damit ihr auch wisst, was in welches Ohr kommt, aber das ist rein so von der Form eh irgendwie zu sehen. Dann haben wir noch mit dabei ein Kabel und einen Karabinerhaken. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs sehen. Wir haben hier einmal, ja, egal, wir machen es auf. So, wir haben hier einmal ein Kabel hier von USB auf, das ist ein iPhone-Ladestecker, denn wir schauen mal kurz. Ja, also eindeutig, so sieht er aus. Und dann haben wir noch einen Karabinerhaken. Dann hier drinnen noch die Gebrauchsanleitung, die erspare ich euch an dieser Stelle. Ja, bin ich schon sehr gespannt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch eher oldschool unterwegs, also ich habe noch niemals in meinem Leben solche Dinge hier verwendet. Ich bin noch ganz klassisch mit Kopfhörern, beziehungsweise ja, mit Kabeln unterwegs, ganz regulär. Dann, ja, egal, habe jetzt das Plastik mal draußen, okay. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt, und zwar haben wir hier eine Halskette, wenn ich es richtig info. Ja, okay. Ja, da muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich etwas irritiert, denn die hat für mich auf den Abbildungen immer etwas mächtiger ausgesehen. Also eventuell hört man sogar, man hört hier klappern. Das ist wirklich ganz einfacher Kunststoff. Ist hier im Stil her so wie eine Cuban Link Kette.
Hier oben haben wir dann den Verschluss, also hier kann man das entsprechend dann hier das Gewinde aufschrauben und dann kann man hier entsprechend die Glieder durchziehen und dann das Ganze hier aufmachen. Ja, ist so eine Standardgröße, sollte glaube ich bei den meisten Leuten ungefähr passen. Wie gesagt, ich bin jetzt generell kein großer Fan von Halsketten und wenn, dann würde ich es doch eher begrüßen, mir eine aus Silber, aus Gold, aus was auch immer um den Hals zu hängen, aber ja, so eine Plastikkette, so eine Kunststoffkette, die da so rumraschelt, das ist dann doch nicht so ganz mein Fall. Okay, es sind nur wenige Inhalte, aber dafür ein absoluter Premium-Inhalt in meinen Augen, also die ist es nicht, sondern diese EarPods. Okay, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Halskette hier im Cuban Link Steel aus ja, weißem Kunststoff. Dann haben wir das zugehörige Stoffsäckchen hier im Nur noch Nice Design. Die EarPods in diesem kleinen Schächtelchen hier samt Kabel dazu und natürlich das Album an sich Nur noch Nice mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Nur noch Nice von Summer Jam. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Summer Jam unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.